Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Aus dem Raum, auf dem wir schon mal gesendet haben. Ja. Aber eine andere Einstellung diesmal. Warum? Weil es hier schön ist. Und weil es ein bisschen schnell gehen muss heute. Ja. Und weil wir den Reichstag im Hintergrund haben wollen. Warum muss heute schnell gehen? Hat alles geklappt, weil der König redet ja gleich. Ne? Der von Deutschland? Genau. Oder der von Mallorca? Na, der englische König, deutscher Abstammung. Ach so. Also der ehemalige Prinz Charles. Bei mir wird das mit dem King Charles noch gar nicht so richtig in den Wortschatz. Aber der ist ja nur inzwischen King Charles III. Eigentlich oder? König Karl III. Könnte man auch sagen. Und der redet jetzt gleich hier im Deutschen Bundestag zu uns Abgeordneten. Der macht der früher hat man ja auch nicht Elizabeth gesagt. Themse Ellie habe ich immer gesagt. War das despektierlich? Ich glaube schon. Nee. Ja, wie gesagt, der war gestern schon da, ne? Hier ja. Ist in Berlin alles gesperrt, hier unten auch alles weiträumig. Ich weiß doch gar nicht, wie sie den da so schön reinkriegen wollen, nee. Weil es ist ja alles eine fürchterliche Baustelle rund um das Reichstagsgebäude. Schön ist hier nichts gerade. Nee. Er könnte auch laufen. Er wohnt ja angeblich im Adlon. Ja. Und vom Adlon zum Reichstag ist ja gerade mal eigentlich 5 Minuten, ne? Nicht mal, glaube ich. Vielleicht läuft er auch. Wir gucken mal raus. Wir gucken. Wenn er hier im Hintergrund vorbeiläuft, können Sie uns beschreiben. Also, gleich kommt The King's Speech. Ja. War das nicht mal ein Film? Das ist ein Film. Oder ist es auch ein Film, ne? Ja, ist immer noch. Mit so einem stotternden König. Ja. Der macht dann so Rhetoriktraining und so, ne? Ja, ja. Das ist ein Ding. Sollte ich auch machen, sagte jemand. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich nicht Hast gesagt. Hast du das nicht vorhin erzählt? Nein, das habe ich nicht erzählt. Habe ich das falsch verstanden? Du hörst immer nur selektiv zu. Also, wir wirken so ein bisschen, als wenn wir von der Beerdigung kommen oder zu der Beerdigung gehen, aber so machen ist es wir eigentlich nicht. Das war jetzt reiner Zufall, ja. Dass wir hier. Ich hätte auch fast mal eine braune Schuhe angezogen, so wie du. Na und? Aber ich habe gerade noch gewechselt. Das Was soll denn das jetzt sehr, heißen, bitte? Zu sehr Partnerlook ist. Aber wir haben ernste Themen, aber auch lustige Themen, ne? Also 5 verschiedene Themen braucht, heute mal. Man braucht ja aber immer so ein griffiges Thema, so einen griffigen. Damit überhaupt jemand einschaltet. Brauchen wir einen König zum Beispiel? Brauchen wir einen? Wird ja immer gesagt, nee, so eine Monarchie und dann ist ja nur Glück, wenn er in die Familie reingeboren wird und dann da kann ja nichts draus werden. Aber wenn ich mir mal angucke, was wir so an der Staatsspitze haben, muss ich ganz ehrlich sagen, Glück war das nicht. Bei aller Skepsis Königen gegenüber, das ist kein Argument. Nein. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, als wenn so bei seriösen Königshäusern, sage ich mal, die jeweiligen Kinder ja ihr Leben lang darauf vorbereitet werden ja. Und nicht wie so ein völlig fehlbesetzter Frankfurter Fischfilet da plötzlich Schlimm. Ins Präsidialamt reingespült ja, werden, so aufgrund irgendwelcher Mauscheleien in irgendwelchen Hinterzimmern. Diese tumpe, plumpe Person gestern mit dieser tumpen, plumpen Frau, peinlich. Ja. Also wirklich. Also man kann gegen Könige wieder, ich bin auch, weiß Gott, kein Monarchist, aber das ist kein Argument. Aber du hast abstand. Monarchisten in der Familie, glaube ich. Der König möchte? Ja, habe ich mal gehört. Ist wahr? Ich werde dem auf den Grund gehen. genau, wir brauchten ein pfiffiges, knackiges Thema und da habe ich mir gedacht, Hampel und Ampel, das reimt sich doch nicht umsonst, oder? Was hatten wir beim letzten Mal doch schon? Das Gehampel in der Ampel? Das war aber was anderes. Ach, das war die letzte Rede von letzter Richtig. Woche. Richtig. Genau, und zwar Hampelmänner, die kennen ja der ein oder andere, kennt das ja noch. Ja. Also Hampelmenschen inzwischen. Ach so, weil Männer gibt es ja nicht mehr. Hampelmenschen. Oder Hampelleute. Hampelmenschen. Ja, jedenfalls, Hampelmenschen sind ja ziemlich viele in der Regierung, in der Ampelregierung. Und wir haben so ein paar aktuelle Themen, die wir mal so ein bisschen aufarbeiten wollen. Schieß los. Darf man das eigentlich noch sagen? Das Bundesverfassungsgericht, fangen wir da vielleicht mal an. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Praxis, nach der es schon bevor es die Entscheidung, die es treffen wird, offiziell verkündet, diese Entscheidung an bestimmte Pressevertreter rausgibt. Das macht es wohl seit vielen Jahren. Ja, Jahrzehnten. Achso. Das ist irgendwann rausgekommen, die AfD hat dagegen geklagt und verloren. Genau. Ja? Ich glaube, das Thema hatten wir ja schon mal über das Bundesverfassungsgericht. Das hat jetzt relativ wenig mit König zu tun und auch relativ wenig mit Ampelgehampel. Aber es ist natürlich ein Thema, was diese Woche aufkam. Das Thema hatten wir schon mal. Du hast gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat die Eigenart entwickelt, ausgewählten Pressevertretern, bevor die Entscheidung überhaupt verkündet wird, also auch den Parteien bekannt wird, mitzuteilen, was drinsteht in der Entscheidung. Ja. Am Abend vorher normalerweise. Und das wird erst am nächsten Vormittag verkündet, was natürlich also aus meiner Sicht ein Skandal ist. Es kann ja. nicht sein, dass die streitenden Parteien nach irgendwelchen willkürlich ausgewählten Pressevertretern, die aus irgendeinem privaten Verein sich rekrutieren, unterrichtet werden. Dagegen haben wir geklagt, im Verwaltungsgericht in Karlsruhe verloren. Dann sind wir zum Oberverwaltungsgericht in Mannheim, auch verloren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich verteidigt. Das wäre alles doch gar nicht so schlimm und das müsste doch hier, ja. die Journalisten müssten vorbereitet sein und damit die Urteile gut verkauft werden, nach draußen getragen werden. Und stopp. Und stopp. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags, der hat allerdings mal dann gesagt, nee, also
eigentlich, das ist nicht okay. Und ja, das ist ja schon, das ist schon so ein bisschen das Besondere hier. Man staunt immer wieder. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man dort Gutachten in Auftrag gibt und dann denkt man, naja, man bekommt dasselbe Gewäsch, was man sonst den ganzen Tag hört. Aber nein. Ja, der wissenschaftliche Dienst im Deutschen Bundestag haut manchmal so Dinger raus. Genau, also wie gesagt, wir haben durch die Instanzen verloren. Das nächste wäre dann Bundesverwaltungsgericht. Also die Berufung wurde nicht zugelassen. Hm. Vielleicht wären wir letztendlich dann mal beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Und dann hätten die interessanterweise darüber entscheiden müssen, ob die rechtswidrig handeln oder nicht. Ja, vielleicht haben sie das kommen sehen. Ja. Weil der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags ja auch gesagt hat, dass er diese Praxis für verfassungswidrig hält. Ja, nicht nur er. Also auch der Justizminister ist, oder damals noch die Justizministerin ist aus allen Worten gefallen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Der Bundesgerichtshof, also andere Obergerichte haben auch gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn sowas machen? So, wie gesagt, wir haben alles verloren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich verteidigt und gesagt, wäre doch alles in Ordnung. Und plötzlich, siehe da, knapp und heimlich kam die Tage eine Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts. Wir stellen diese verfassungswidrige, haben sie nicht geschrieben, aber sich wahrscheinlich gedacht, Praxis stellen wir erstmal für 2 Quartale ein. Und wahrscheinlich ist das ganze Ding damit sowieso gestorben. Guck mal, wie es läuft. Jo. Ja. Also AfD wirkt sogar beim Bundesverfassungsgericht. Auch wenn man eine Klatsche vor Gericht einstecken muss, so wie wir, am Ende haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Diese verfassungswidrige Praxis ist Geschichte. Ja, aber es ist schon ein bisschen irre. Aber ich vermute mal, die kurzen Dienstwege werden weiterhin funktionieren und irgendwie wird der ein oder andere Journalist, den das Bundesverfassungsgericht sich auch gewogen halten möchte. Mhm. Und wenn wir wissen, dass sich ja die Ausgaben des Bundesverfassungsgerichts für Pressearbeit also deutlich erhöht haben. Das Bundesverfassungsgericht hat eine neue Corporate Identity entwickelt. Ja. Also aus dem doch etwas aggressiveren Bundesadler ist so ein... So einer, der die Klappe hält. Geworden, ja, irgendwie so, wie so ein Strichmännchen, Strich oder Strichmensch daraus geworden. Strichadler. Ja, genau. Und was auch interessant ist, die Rechtsberatungskosten des Bundesverfassungsgerichts haben sich auch explosionsartig entwickelt. Also das Bundesverfassungsgericht engagiert sauteure Rechtsanwälte, um sich beraten zu lassen. Also auch sehr seltsam. Eigentlich habe ich immer, als ich noch jung war, gedacht, dass im Bundesverfassungsgericht die Besten der Besten sitzen. Müssten eigentlich sein. Ja. Die eigentlich herabschauen auf die Anwaltschaft und denken, was wollen wir denn so? Aber die lassen sich wirklich für 10.000, ich glaube inzwischen 100.000 Euro beraten. Also insbesondere hier Stefan Habert, der ja höchst umstritten ist, von dem man auch nicht, Gott sei Dank, nicht viel hört. Aber der versucht an allen Ecken... Der war noch nie Richter, oder? Der hat gar keine Ahnung. Nö, der ist an allen Ecken und Enden unter Beschuss und versucht das irgendwie, da wo er so ein kleines Glutnest austritt, da flackert dann das nächste wieder hoch. Also so ist es beim Bundesverfassungsgericht. Das war jetzt das Erste. Ja, okay, dann müssen wir ein bisschen schneller werden. Ich glaube auch. Das Zweite, willst du? Nee, sag du. Du musst ja die Fragen stellen. Ach so, Entschuldigung. Bin gespannt. Ja, ich auch. Ich habe nämlich keine Notizen gemacht. Wir wollten auch nochmal über das Bundeskanzleramt reden, oder? Ja, gut, das haben wir auch schon ein paar Mal ausgebreitet. Ne? Bundeskanzleramt, die explosionsartigen Entwicklungen, die Preisentwicklung in diesem Falle von 400, 500, 600 Millionen Richtung 1 Milliarde und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Gestern war Bauausschuss, da war die Präsidentin des Bundesamts für Bauen und oder irgendwie sowas. Ja, die hätten alles im Griff und das wäre halt eine einmalige Entwicklung, dass es 100 Millionen Euro teurer geworden ist wegen Ukraine. Also Putin sozusagen Putin ist jetzt schuld, dass wir ein großes Kanzleramt haben. Aber sonst hätten sie alles im Griff. Das Lustige war aber, dass bei der Kanzlerbefragung der Kanzler gesagt hat, das sei ja nun wirklich kein Protzbau. Also wirklich nicht. Protz und Prunk sähe anders aus, so mit Gold und irgendwas. Das wäre ja gar nicht sein Ding. Das wäre nicht sein Ding, das wäre also ein Nutzbau. Wie hat er gesagt? Nutzbau hat er nicht gesagt, sondern ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie jeweils gar nichts Schlimmes. Wenn man mehretagige Wintergärten, einen Hubschrauberlandeplatz in, weiß ich nicht, 30 Meter Höhe. Für 25 Millionen Euro allein dieser Hubschrauberlandeplatz, der einmal pro Woche ungefähr benutzt wird. Muss man sich auch vorstellen. Ne? Tunnel, Brücken und so weiter. Wenn man das nicht mehr als Prunk und Protz empfindet, dann hat man, glaube ich, den Kontakt zum Boden schon ein bisschen verloren. Glaube ich auch. Kindergarten für ungefähr 3 Millionen Euro für 15 Kinder. Ja. Da muss man den Leuten draußen erzählen. Ja. Wo gibt es denn in Deutschland, bitte schön, einen Kindergarten für 3 Millionen, wo nur 15 Kinder rein dürfen? Also. Ja. Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland überhaupt gar keinen Kindergarten, der 3 Millionen gekostet hat und schon gar nicht für 15 Kinder. Also das ist aber jetzt der bodennahe, wie du sagst, oder volksnahe Bundeskanzler, der sagt, eine Milliarde kommen, die gönne ich mir mal. Ja. Auch für eine neue Wohnung. So 250 Quadratmeter. Obwohl da schon eine drin ist im Kanzleramt. Ja. Ne? Da wurde ja gesagt, ja, die Merkel hat die umgebaut, ist gar keine richtige mehr. Aber als Scholz Corona hatte, hat er in genau der Wohnung, die es nicht mehr geben soll, hat er gewohnt. Scheint ja nicht so schlimm gewesen zu sein. Nee, also. Aber vielleicht kommt er mit seiner alten nicht mehr klar und denkt sich lieber zwei Wohnungen mit 250 Quadratmeter für 2 Personen als nur eine. Wir gehen dem mal auf den Grund. Ja, sicher ist sicher. Hat er eigentlich Kinder? Ich glaube nicht. Also auch nicht in diesem Kindergarten? Also ich wüsste jetzt nicht. Er ist doch verheiratet mit der, ist nicht Ministerin in Brandenburg, ja, seine Frau. Nicht.
Nee, aber ich habe da auch nicht, von Kindern habe ich da nichts gehört. Okay, also dafür brauchen Sie den Platz schon mal nicht. Nee, also da ist, die können Sie ja ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Da ist er jetzt nicht befangen, wenn er keine Kinder hat. Der Spahn? Interessant ist ja auch die CDU. Die tut ja jetzt so, als wenn der Scholz schuld wäre. Ne? Ja. Obwohl die Merkel das ja 2016 in die Wege geleitet hat. Und das ist dann in der letzten Wahlperiode entwickelt worden, wo allerdings Scholz Finanzminister war. Also die schieben sich den schwarzen oder roten Peter hinzu, die CDU auf die SPD auf die CDU, wie das immer so ist. Keiner wollte daran. Wir haben es aufs Tablett gebracht. Alle sind jetzt auf unserer Linie, bis auf die SPD, die wackelt noch so ein bisschen. Ja. Und sagen, ja, nee, die AfD hat da nichts mit zu tun. Wir haben es immer schon kritisch gesehen. Im CDU-Antrag stand drin, es ist völlig überraschend, dass die Baukosten sich erhöht haben. Das war nicht absehbar, dass man 2016 was plant, was 2030 fertig sein soll, und dass die Baukosten sich erhöhen. So macht die CDU Politik. Wenn man das so nennen will. Dritte Frage. Du guckst mich schon so. Ja, der König wird nicht auf mich warten. Entschuldigung. Ja, du kannst mir ja auch einfach helfen, dann geht es schneller. Ja. Diese Woche war ja das war ja die Koalition, unsere Hampel-Ampel, hat ja mehrere Nächte durchgetagt, um am Ende dann bekannt zu geben, dass sie eigentlich nichts bekannt geben wollen. Nun machen sich viele Leute sicherlich, da ist so ein Vogel im Hintergrund, machen sich viele Leute sicherlich Gedanken zum Beispiel um ihre Heizungen. Müssen sie die jetzt rausreißen oder nicht? Ja, das habe ich nicht so richtig durchschaut, muss ich sagen. Also wir haben das ja versucht zu analysieren, was da, die haben Sonntag angefangen zu verhandeln, ne? Koalitionsausschuss. Oder? Und dazu muss man, glaube ich, wissen, ich glaube, der tritt sowieso nur dann zusammen, wenn die Hütte brennt, ne? Ja. Oder treffen die sich regelmäßig, weiß ich gar nicht. Sonntag durch, also normalerweise sind die dann Sonntagabend fertig. Hm. Aber die haben, glaube ich, bis in den Montag rein verhandelt. Morgen, ja. Mussten dann nochmal flott nach Holland, weil irgendwelche Regierungsgespräche stattgefunden haben und kamen dann wieder zurück, glaube ich, und haben weiterverhandelt, irgendwie um die 30 Stunden. Schön auch, dass dann, weil man nach Holland musste, ist man die 30 Kilometer vom Bundeskanzleramt zum Flughafen Berlin-Schönefeld, BER, geflogen mit dem Hubschrauber. Ach so. Also auch total CO2-neutral. Ja. Aber da sieht man mal wieder, wenn es um die eigenen Termine geht, da ist alles wurscht, da kann man auch mit dem Hubschrauber fliegen. Nach Schloss Meseberg sind sie ja auch geflogen. Teilweise, mit dem Hubschraub. Das ist auch nicht so weit weg, ne? Nee. Also von wegen öffentlicher Nahverkehr und so, was uns immer hier ans Herz gelegt wird. Öffentlicher Nahverkehr können die nicht nutzen, stand in unserer Antwort, weil die müssen arbeiten im Auto. Und im Hubschrauber. Und das geht natürlich im öffentlichen Nahverkehr nicht. Ich weiß nicht warum, weil ich arbeite auch immer in der Deutschen Bahn. Wollte sagen. Ich fürchte, das ist anspruchsvoller, aber... Viele hunderttausend Leute müssen auch im öffentlichen Nahverkehr arbeiten. Nee, das geht nicht. Also da ist es scheißegal, CO2. Das ist gutes CO2. Nee, es wird auch nicht erfasst. Das ist gutes CO2, glaube ich, wenn die Regierung durch die Welt jettet. Natürlich. So wie Annalena Baerbock, die auch gesagt hat, sie wird fast nur Linienflüge machen. Ja. Und jetzt kam raus, irgendwie zwei von Dutzenden von Flügen waren Linienflüge. Wir haben da eine Anfrage zugemacht, die verspätet sich. Also anscheinend fällt es sehr schwer, das zu zählen, wie oft. Also Heizung war jetzt der Ausgangspunkt. Ja, ich vermute mal, es wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Aber die werden sich jetzt durch so leichte, laue Proteste in der Bevölkerung nicht abbringen lassen davon, die Leute zu enteignen. Das ist ja nichts anderes als eine Enteignung. Keiner wird sein Haus verlieren, sagte Frau Greiwitz. Ja. Keiner will eine Mauer bauen. Sicher. Die Rente ist sicher. Es gibt auch nie Impfpflicht und Maskenzwang. Stimmt. Also immer wenn so eine Regierung das irgendwas ausschließt, dann kann man davon ausgehen, das steht unmittelbar vor der Tür oder wird sich in nächster Zeit bewahrheiten. Also ich kann es jetzt wirklich nicht sagen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Wir als AfD jedenfalls stehen an der Seite der Menschen, der Bürger draußen, die sagen, das kann doch wohl nicht sein. Lass mich doch heizen, wie ich möchte. Ja. Wie soll mir das einer vorschreiben? Ja. Wie gehen die Themen aus? Wir hatten noch irgendwas mit Ricarda Lang, die Verlobung. Ach, stimmt. Wir gratulieren ganz herzlich Ricarda Lang zur Verlobung. Ja, das war. Wie heißen die dann? Die Grünen wollen ja auch so einen neuen Namensrecht. Also, dass aus den zwei Nachnamen was Neues gemerged wird. Wie heißt denn ihr das weiß ich nicht. Heißt ihr nicht Klammrot? Nee, das ist der andere. Das ist der von der Luise. Ah. Ach so. Neubauer. Ach, die verwechsel ich immer, die beiden. Ja, die sehen sich nicht so ähnlich. Nee? Gut. Also, die Luise ist ja ganz... Gut. Also, wie gesagt, gratuliere. Habe ich auch schon auf Twitter herzlich. Ja. So hat sie geantwortet? Mit so einem kleinen Blumensträußchen, ich weiß nicht. Ja, bei uns in Thüringen wirft man ja mit Blumensträußen, das ist so üblich. Das war ja auch optisch eine Nuss, wie nicht nur sie, sondern die gesamte grüne Riege da zum Kanzleramt marschiert ist. Marschiert? Um die letzten Stunden Verhandlungen. Ja, Entschuldigung, sag mal, was ist denn hier los? Wir haben hier Technikprobleme, gerade weil die Kamera aus, jetzt spricht jetzt die Uhr mit uns. Jetzt quatscht meine Uhr mit mir. Und da wird es der König angekündigt. Ja. So, ja, jedenfalls Glückwunsch. Das war noch ein Thema. Eins hatten wir noch besprochen auch. Bundesverfassungsgericht. Machen wir nächste Woche. Wo, eine Pressemitteilung, wozu haben wir die gemacht? Überleg nochmal. Wir hatten noch den Einzelfallticker. Ja. Na. Wir hängen es nächste Woche mal dran. Würde ich auch sagen. Waren ja genug Themen. Genau.
So, jetzt, ich dachte eigentlich, ich finde auch irgendwo so eine kleine Krone. Ja. Von Burger King gibt es ja die Krone. Genau, immer. Hätte ich gestern mitnehmen können. Die hätte ich mir jetzt aufsetzen können, aber ich habe keine mehr gefunden. Ach, verdammt, hätten wir dran denken können. Sind wir an Burger King vorbeigekommen. Also ich hoffe, dass das technisch geklappt hat. Wünschen ein schönes Wochenende. Frohe Ostern noch nicht, ne? Nee, komm noch mal. Also. Früher wollte ich auch noch mal Prinzessin werden. Heute will ich lieber Königin sein. Ach, nächste Sendung ist ja dann Karfreitag. Mhm, machen wir das trotzdem? Ja. Obwohl Karfreitag ist? Natürlich. Ja. Wobei, das ist eigentlich ja so Karfreitagsdress, ne? Ja. Den wir anhaben. Tschüss. Tschüss.